Ja, mein Lieblingsexponat des Deutschen Museums ist die Bugspitze des Luftschiffs LZ-127. Wir sehen hier ein Modell des Luftschiffes, mir geht es aber eigentlich um diese originale Bugspitze, die wir da haben. Das ist eins der letzten Teile, die von diesem riesigen Zeppelin noch erhalten sind. Der wurde 1928 gebaut und war damals das größte Luftfahrzeug, das je entwickelt wurde. Sie war 236 Meter lang und hatte 30 Meter Durchmesser, das heißt, die würde diese Halle hier komplett ausfüllen. Es war praktisch das Kind von Hugo Egner, das war der Nachfolger von Ferdinand Graf Zeppelin und hat deswegen auch den Zeppelin nach dem Grafen, dem Erfinder von dieser Bauart des Luftschiffs, also als starre Luftschiff, benannt. Der Zeppelin stand immer natürlich in Konkurrenz zum Schiff und zum Flugzeug. Charles Lindbergh hatte gerade den Atlantik überquert und jetzt wollte Hugo Egner noch einen draufsetzen und flog eben von Friedrichshafen bis nach Lakehurst. Das war eine unglaubliche Leistung. Es gab auch viele Gefahren, weil das Luftschiff war ja eine sehr fragile Konstruktion. Also diese Bugspitze da oben, die hat zum Beispiel, also die hat 4 Meter Durchmesser, ist 2 Meter breit, wiegt aber nur 35 Kilogramm. Das heißt, die könnte ich relativ leicht hochheben sogar. Die Graf Zeppelin ist in New York dann frenetisch empfangen worden. Es gab eine riesen Konfetti-Parade. Es gab 30.000 Menschen, die das Luftschiff empfangen haben. Dann wollte Egner noch einen draufsetzen und hat dann auch noch eine Weltfahrt mit diesem Luftschiff gemacht. Ja, das Ende dieser Zeppelin-Ära kam natürlich mit dem bekannten Hindenburg-Absturz, mit der Katastrophe. Von da an war das Vertrauen in Luftschiffe mit einem Schlag zerstört. Und obwohl die Graf Zeppelin bis dahin so über 500 Flüge gemacht hat, ohne einen Unfall, es ist auch nie jemand zu Schaden gekommen. Sie war im regelmäßigen Transatlantikverkehr von Friedrichshafen nach Rio de Janeiro für viele Jahre von 1931 bis 1937 und trotzdem war nach der Hindenburg-Katastrophe das Vertrauen derart zerstört, dass man auch die Graf Zeppelin eingemottet hat. Als dann kurz daraufhin auch der Zweite Weltkrieg ausgebrochen ist, hat man alle verbliebenen Zeppeline verschrottet und das Aluminium für die Luftfahrt, für die Flugzeugproduktion verwendet. Man hat aber ein paar Teile von dieser Graf Zeppelin noch gerettet, unter anderem die Bugspitze. Wir haben die dann kurz nach dem Krieg von der deutschen Zeppelin-Reederei bzw. von deren rechtlichen Nachfolger als Schenkung erhalten.